Hallo und willkommen zurück zu Iron Harvest. So, die Mission Kolno im Chaos steht an und die beginnen wir natürlich sofort. Wir sind zu spät. Oh nein. Das wird ein Blutbad. Wir müssen Na, hoffentlich nicht. Retten. Vielleicht kommen wir irgendwo an den russwirtischen Truppen vorbei. Nein, müssen wir aber auch nicht. Schnell, bringen Sie möglichst viele Zivilisten zu meiner Werkstatt. Was haben Sie vor? Die Leute aus Kolno retten. Bringen Sie sie her. Okay, alter Mann. Zivilisten retten, da bin ich sofort dabei. Schau nicht so. Lech ist verrückt geworden. Unschuldige sterben zu lassen, kann doch nicht die Lösung sein. Danke, Sehe ich genauso. Helfen wir so vielen wie möglich. Na, kommt ihr Vaterlandsverräter oder Militärdeserteure. Aber zumindest stehen wir auf der guten Seite. Was gibt's? So, wir müssen Zivilisten retten und hier erstmal Ressourcen plündern. Was können wir tun? Was immer weiterhelfen? Ja? Befehle? Das wird uns gute Dienste leisten. So, dann haben wir hier eine Kaserne. Was machen wir denn? Schützen. Ich glaube, wir brauchen ganz viele Schützen. So, das finde ich wunderbar. Können wir noch was machen? Aha, mir nach. Einsatzbereit. So, die Anna nehmen wir mit. Sehr gut. Sanitäter, na gut. So. Wir müssen die Werkstatt auch verteidigen, zumindest laut Primärziel. Dann würde ich sagen, mit dem gehen wir irgendwo Richtung Missionsmarker. Oh, hier sind auch noch Ressourcen. Schnappt euch die Ressourcen. Jedes bisschen hilft. Ja, ich hoffe, das passt und die kommen klar damit. Also werden wir ja gleich rausfinden. So, irgendwo links ist ein Missionsmarker. Oh, hier rechts auch. Oh, seid ihr schon fertig? Nein, plündert schneller, da sterben Zivilisten. Schneller. Aufhören, wir sind keine Soldaten. Ja, ist ja gut, ich rette euch. Oh, und hier geht's auch zur Sache. Ah, das schafft man schon. So, die Zivilisten kann ich auch auswählen. Was sollen wir tun? Na, am besten mitkommen. So, rein in die Werkstatt. So. Wie kann ich helfen? Der Bär bleibt da. Was brauchen Sie? Alles klar. Na, alles, was geht. So. Hier führen wir unsere Truppen dann wieder zusammen. Oh, das ist tatsächlich nicht gut. Wer sind Sie? Wir wollen helfen, schnell! Na gut, gehen Sie vor. Wir sollten die Leute zur Werkstatt bringen. Ich gebe mein Möglichstes. So, ihr Zivilisten. Wieso braucht ihr Hilfe? Ich helfe euch doch schon. Hier sind mehrere Feinde. Feinde! Böse Feinde, so. Ja, das ist nicht gut. Die Sanitäter sind ja da, um Leuten zu helfen. Habe ich schon Zivilisten gerettet? Anscheinend 10 Stück. Das muss aber auch mal reichen. Wieso wollen die, dass ich 50 rette? Macht sie fertig! Schießt! Vielleicht sollte ich auch mehr bauen. Wer weiß das schon? Komm schon, schießt mal besser! Feinde sind ungedeckt. Nein, ein Trupp ist schon verloren. Okay. 20 Zivilisten sind irgendwie sicher. Na gut. Ich brauche aber echt auch zwei Trupps, die mit mir kämpfen. Ja, ich bin mir nicht ganz so sicher. Ja, geht mal hier hin. Ja, seid doch schon ausgerüstet. Egal. Das ist gut. Der Sanitäter, ihr nehmt auch lieber Standardwaffen. Das ist gut. Und wir gehen mal mehr Zivilisten retten. Sind hier auch welche? Nee, das ist ja nur die Werkstatt. Na gut. Bin unterwegs. Hier sind auf jeden Fall Ressourcen, die sind dringend notwendig. Kann ich den schönen Truck fahren? Nee, das wäre aber schön. Dann müsste ich hier nicht zu Fuß rumgurken. Was gibt's?
Deckung. Ich geh voran. Ja, ihr sollt nicht vorangehen, ihr solltet euch irgendwie schützend hinstellen. Da zum Beispiel. Weiß jetzt nicht, ob das so ideal ist. Egal. Wir werden schon mitkriegen, falls sie strugglen. Oh, da sind auch nochmal Ressourcen. Zuerst braucht man die. Wir brauchen ganz, ganz viel Eisen. Würde nicht sagen, dass Ressourcen wichtiger als Zivilisten sind, aber ich würde auch sagen, ohne Ressourcen keine Zivilisten mehr. Hä? Wo geht ihr denn lang? Wie geht's weiter? Weiß ich nicht. Lauf doch nicht irgendwo hin. Was gibt's? Ah, die hätten wir auch aufteilen können. Hey, da ist ja mein verrückter Onkel. Da ist ja mein verrückter Onkel. Indem du schneller einsammelst. Oh, hier wäre es auch durchgegangen. Naja. Neue Befehle für uns? Von mir ran an die Ressourcen. Ich höre. Oh, du kommst mit. Wir haben hier Feinde von rechts. Ja? Feinde. Gut. Verbündete Truppen machen die platt. Wir sammeln gerade noch schön ein. Komm, Bärli, mach sie alle fertig. Vergessen wir das Kämpfen und retten ein paar Zivilisten. Ja, wenn wir nicht zurückkämpfen, sind wir halt auch tot. So funktioniert das nicht, Anna. Wir müssen die schon schön platt machen hier. Nein, die haben Granaten. Das hoffe ich doch. Wenigstens mein Bärchen kann hier kämpfen. Tödlichste Kreatur auf dem Schlachtfeld. Gut. Dann die nächsten Zivilisten. Nicht in Deckung gehen, du wolltest doch Menschen retten. Das ist jetzt deine Chance. Wir brauchen ganz viele von den Menschen noch. Kommt schon. Und Gesellschaft ist per se nichts Schlechtes. Komm schon, vertreibt die Feinde von Polania. Kommt mit mir, wenn ihr überleben wollt. Das klingt wie eine Drohung. Oh oh. Oh oh. Die haben sich aber durchgesprengt. Ja. Ja, ich merke, dass wir einen Trupp verlieren. Ja, das ist nicht gut. Hört auf, unter Beschuss zu stehen. Ich gebe mein Möglichstes. So, wir gehen auf jeden Fall hier noch die anderen holen. Ah, da sind... Hier geht's lang. Komm schon, wie sind wir hinten aufgestellt? Furchtbar. Furchtbar sind wir aufgestellt. Sieht nach einer guten Position aus. Ja, bin ja schon da. Attacke! Wir haben aber erst 20 von 50 Zivilisten gerettet. Mir nach. Sind wir in Sicherheit? Noch nicht. Rein da. Und ihr nehmt die Ressourcen. Seid ihr Zivilisten? Auch rein in die Werkstatt. Was sollen wir tun? Ja, okay. Na gut. Ich hoffe, das habt ihr jetzt verstanden. Wir plündern hier erstmal ein bisschen die Sanitätstasche. Gut, das ging zum Glück schnell. Und dann können wir, glaube ich, noch ein bisschen Ressourcen sammeln. Wenn ich's nicht mitnehme, wird's jemand anders tun. Eben das, das ist die richtige Einstellung. Oh, da liegt ja ganz viel. Obwohl, das sind nur Waffen. Das sind Ressourcen. Komm schon, Anna. Plünder, was das Zeug hält. Wie geht's euch denn? Ja, fliehen. Flieht um euer Leben. Ja, du hast es eingesammelt. Gutes Mädchen. Alles klar. Ja? Macht mal hin, Jungs. Klingt gut. Verstanden. Wir dürfen nicht die Hoffnung verlieren. Es muss noch wer am Leben sein. Das will ich hoffen. Ja, chill, alter Mann. Ich gebe mein Möglichstes. Aha.
Guck mal, wir haben wieder Ressourcen. Wir können was nachcraften. Wir können was nachcraften. Oh, ich habe neue Ausrufezeichen. Und her mit den MGs. Ja, ja. Erstmal in der Basis schauen, wie es den Leuten da geht. Das klingt gut. Na gut, paar Mechs haben wir gemacht. Oh, der hat kurzen Prozess aus der Stadt, aus den Stadtteilen hier gemacht. Ich dachte, er ist auf unserer Seite. Schnell, wir dürfen sie nicht sterben lassen. Anna, was machst du denn? Menschen retten. Versuche zumindest. Das tue ich auch. Polania retten. Aber in größerem Maßstab. Ja, du verrückter Onkel. Der Zweck heiligt nicht immer die Mittel. Ich dachte, hier sind noch Zivilisten. Hier sind ja nur Gegner. Nicht Unterdrückungsfeuer. Unterdrückt die nicht, killt die. Weg mit denen. Haben wir jetzt einfach die Mauerseite gewechselt. Ja, mein Bär greift mal wieder an. Wird auch Zeit. Komm schon. Ja, der ist wieder auf die falsche Seite gehüpft. Nee, so sicher sieht das tatsächlich nicht aus. Komm, noch 10 Zivilisten. Ah, da leben noch ganz viele Zivilisten. Das ist wunderbar. Kommt schon, ihr MG-Schützen. Ja, ich brauche meine MG-Leute. Die sind aber ein bisschen langsam. Fangt doch mal an zu schießen, Jungs. Wenigstens sind sie effektiv, sobald sie sich aufgestellt haben. Warst du schon? Kommt mit uns, wir bringen euch in Sicherheit. Wer sind sie? Wir wollen helfen, schnell! Na gut, gehen Sie vor. Wir sollten die Leute zur Werkstatt bringen. Allein ist es zu gefährlich für sie. Ach, die schaffen das. Die schaffen das. Hier erstmal die Ressourcen-Klaumupsen. Und dann haben wir hier noch eins hier. Ich hoffe, die Zivilisten kommen an. Wir werden ja erfahren, wenn sie es nicht tun. Hilfe! Ja. Schnell jetzt, weiter! Oh, nicht einfach auf die Zivilisten draufhalten. Und die Zivilisten, rennt doch nicht zu den Feinden, seid ihr doof. Legt euch hin, geht in eure Häuser. Das gibt aber auch viel Friendly Fire hier. So, ihr geht da rein. Was sollen wir tun? Ihr geht auch da rein. Okay. Und diesmal können wir euch sogar begleiten. Was brauchen Sie? Wir haben denselben Weg. Nein! Ich dachte, die sind schon längst da. Können wir noch was? Ich kann noch einen Sanitäter machen oder Pioniere. Her mit den Pionieren. Sie sind direkt da drüben. Wie lautet die Mission? Wo drüben? Nein, ihr bleibt da. Nur die Mechs sind da. Okay, Zivilisten erfolgreich gerettet. Okay. Das waren wohl alle. Naja, alle, fast die alle helfen konnten. Wie will der Kerl all diese vielen Menschen hier rausschaffen? Da ist die Antwort. Hallo, wie finden Sie mein kleines Projekt? Ein selbstaufblasendes Rettungsboot. Ja. Schöner Zeppelin. Tja. Wir werden beschossen. Was machen wir? Ja, die Kanonen ausschalten. Worauf wartet ihr? Es ist der einzige Ausweg. Ich räume den Weg frei. Wer lieber aufs Luftschiff will, jetzt oder nie. Schnell, schnell, nach dem Abheben kann ich nicht mehr in der Stadt landen. Wenn wir bleiben, haben die wenigstens eine Chance. Ha, na toll. Viel Glück. Wir sorgen dafür, dass ihr heil hier rauskommt. Was? Nein.
zerstören wir die Kanonen. Wenn Na, die gut. Kanonen nicht zerstören, war alles umsonst. Ja, ich hab's verstanden. So, dann mal schnell hier hin. Bin unterwegs. Wir sind gerüstet Warte. Genug. Hä? Wieso gehen wir unterschiedliche Wege? Jungs! Ihr wird nicht gefaulenzt. Jungs, was ist das für ein Manöver? Wieso gehen die was wenigen eine andere Route? Vielleicht, weil wir schneller sind? Ich kenne die Antwort nicht, aber es ist dämlich. Ich sehe hier eine ganze Menge von denen. Du siehst eine ganze Menge von denen. Alles klar. Abhauen! Deswegen nicht aufteilen. Menschenskinder. Ich werd mal einen Blick reinwerfen. Sind es meine Leute? Nee, meine Leute. Doch, da kommen sie ja. Schnell jetzt! Raus damit! Mach ich sofort! Wir haben Gesellschaft! Ja, ihr seid ja auch zum Glück viele. Ihr brecht auch einfach durch. Na gut. Sammeln wir uns mal da. Und dann geh mal langsam und taktisch voran. Anstatt, obwohl die feindlichen Linien ganz schnell zu durchbrechen, kann ja auch eine tolle Taktik sein. So. Da drüben, die erste Kanone. Muss was erledigt werden? Ja, Feinde. Feinde müssen erledigt werden. Das weiß ich nicht, ich habe den Überblick verloren, so. In Schrittgeschwindigkeit voran, sonst komm ich nicht mit. Hier ist eine Kanone. Könnt ihr auf Entfernung hier was machen? Machen wir es kurz und schmerzlos. Ja. Beeilung. Haben wir die zumindest Gegner. Rausgelockt? Ich als Gegner würde mir jetzt in die Hose machen. Die werden echt niedergemäht. Ja, dann schießt doch zurück. Guckt euch den Vorteil hier an. Die richten keinen Schaden mehr an. Los! Na, das wollen wir doch hoffen. Ist es hier eigentlich getimt? Ich glaub nicht. In Deckung! Steht nicht im offenen Feld, lasst die Feinde zu euch kommen. Kann jemand die bemannen? Glauben Sie, es ist groß genug? Nein, mein Bär ist gestorben mal wieder. Der hat sich nicht in Deckung genommen. Die Kanone kann nicht schießen. Oh oh. Kommt schon. Oh, ein Glück habe ich so viele Einheiten. Schießt von hinten auf sie. Oh, die netzeln mich nieder. Die metzeln mich aber nieder. Das ist schön. Nutz doch die Kanone. Boah. Boah, nehmen die mich hier auseinander. Ja, Medizin. Kann nicht schaden. Jo, ihr kommt hier hin. Hä? Ja, ja, auf dem Weg. Geschützmannschaft verteidigt das Gebiet. Und jetzt könnt ihr euch ausrüsten. Hä? Hier drüben sind Gegner. Ich muss ganz oft rechts drücken, damit sich die verschiebt. Muss ich irgendwas anvisieren? Oh, damit kann man es zumindest anvisieren. Okay, wir gehen mal... Das sieht doch ganz in Ordnung aus. Hinter den Sandsäcken. So. Ja, schafft ihr das? Ja, ich werde gleich ausgelöscht. Ja, aber ihr schießt hier auf niemanden. Oh. Rückzug, wir werden niedergemäht. Schnell hier rein. Schweres Geschütz einsatzbereit. Das hier werden Sie spüren.
Ja, ihr schießt gar nicht. Ja, das sieht danach aus. Schnell weg hier. Jo. Das sehe ich. Wie geht's weiter? Ich mach mich auf den Weg. Geschützmannschaft verteidigt das Gebiet. Ja, das sieht gut aus. Raus hier. Wir müssen den Feind definitiv ausweichen. Sonst wird das nix. Ich brauche einen Alternativplan. So, MG-Schützen. Oh, die sind ja so langsam. Nix durchhalten, abhauen. Guckt mal, wie viel das sind und wie wenig wir geworden sind. Ihre Aufmerksamkeit bringt mir gerade nix. Weiß ich noch nicht. Wir müssen ja nur die Kanonen zerstören. Von jedem Feind töten war nicht die Rede. Komm schon. Geht in den inneren Kreis. Und greift an, was anzugreifen ist. Oh. Ja, das wundert mich nicht. Ja, hast geschafft. Los. Oh je. Oh je, ich habe mich in der Strategie irgendwie... Weg mit euch. Können wir die nicht zu den verbündeten Einheiten in die Basis lenken? Weiter, konzentriert euch auf die letzte Kanone. So sieht's aus. Nein, noch ein Wachposten. Okay, ihr geht dahin. Und wo ist denn mein MG-Trupp da unten? Ach, hier ist er. Karte ist gedreht. Ja, ja, Schützen. Das sind Freiwillige. So, ich brauche noch einmal. Wo ist denn mein Bär? Okay, Anna hat zumindest geschafft. Das ist ein strategischer Rückzug. Ja, okay. Wir sammeln uns nochmal hier. Es ist ja nur eine Kanone. Ein Glück bemannen die nicht nochmal. Ja, ja. Weitere Freiwillige sind gerade in der Nachproduktion. Oh, mein Bär lebt immer noch. Das ist ja schön. Guck, da sind doch so viele. Ich hätte die einfach zu der verbündeten Basis lenken sollen. Ihr seid euch sicher, dass ihr hier rüberkommt? Oh, ihr seid dämlich. Andere Richtung. Komm schon, Anna, überlebt es. Das ist schön, dass du das sofort machst. Oh. Ich glaube, wir sterben hier tatsächlich einen Märtyrer tot. Ja, das ist Anna. Ja, du sollst auch rennen. Nicht vorsichtig rennen, sondern ordentlich rennen. Nimm die Beine in die Hand. Okay. Die kommen jetzt mit zu uns. Das ist gar nicht so gut. So, jetzt aber hier. Oh, nochmal schützen. Heute ist mein Glückstag irgendwie. Und die Mechs, die hinter mir weg waren, hinter mir her waren, sind... Denen geht's ganz gut. Ich glaube, meinem Bär geht's nicht mehr gut. Ist aber egal. Wir würden scheitern. Schützen sind bereit, die Heimat zu verteidigen. Polania anlegen sollen. Ja, wir sind hier ganz, ganz gut vorbereitet. Aber das ist ja schön. Wir warten noch auf Anna und dann kann es losgehen. Ich höre. Alles klar. Lauf mal ein bisschen schneller. Das Luftschiff wird doch bombardiert. Zwar nur noch von einer Kanone, warum auch immer. Aber dennoch. Man soll denken, ein Treffer reicht. Ist bestimmt eine tolle, tolle Antikanonenkugel-Legierung drauf. Nein, wartet auf eure MG-Jähre. Bin unterwegs. Es waren nicht die besten, aber das sind, waren welche, die ich habe. Es geht nicht anders. So. Wir kämpfen hier nicht, wir laufen weiter. Die haben das sicherlich im Griff. Unsere Kaserne wird angegriffen. Ja, das ist auch nicht gut. Komm schon, wir brechen einfach durch.
Einfach durchbrechen. Nein, Anna ist tot. Ist egal. Die können wir wiederbeleben. Nicht, wenn die Kaserne platt ist. Kommt schon, Jungs. Danke. Du hast uns gerettet. Mal wieder. Gern geschehen. Helft uns, das Luftschiff zu beschützen. In Ordnung. Los geht's. Das werden sie bereuen. Los! Los! Oh, ich glaube, ich bin gescheitert. Nee, bin ich nicht. Okay. Warum? Oh, ich habe sogar 2 Medaillen bekommen. Na, wunderbar. Gut, dann haben wir noch die Videosequenz. Na, dass das hier irgendwie als gewonnen gilt. Ja, ja. Balken gehen nach oben. Das ist schön. Das ist schön. Das braucht man nicht. Wir brauchen die Videosequenz. Da kommt sie. Ja. Immer noch Krieg mit deinem Onkel. Gegen meinen Onkel. Für Heinrich und alle auf dem Luftschiff. Nicht schießen. Wenn Steinmetz da drin ist, dann. Ja. Kampf der alten Männer. Na komm, hau ihm ins Maul. Oh je. Volle Breitseite hat er einen Schuss abbekommen. Komm schon, schieß auf den, keine Ahnung, Benzintank. Oh je. Ins Kriegsgefangenenlager mit uns. Im Gegenteil. Nur dank ihr darf ich diesem Luftschiff nachjagen. Das ist nur ihr kleinstes Problem. Polania erhebt sich gegen die Russwehrtruppen. Ihr werdet einen Aufstand der Massen erleben. Ah, ja, das ist ein recht guter Anfang, nicht wahr? Noch ein paar Zwischenfälle wie dieser, dann haben wir im Handumdrehen wieder Krieg. Danke für die Mithilfe. Gerne. Was soll das bedeuten? Sie wollten, dass wir die Waffenruhe brechen. Jetzt können die Russwirts behaupten, dass sie ja zurückschlagen mussten. Kluges Mädchen. Aber hinter diesem Plan stecken nicht die Russwirts. Die Sachsen. Sie zögern auch erneut Krieg anzufangen. Besonders jetzt, wo Zar Nikolas von unserer Existenz weiß. Ein Jammer. Wir hätten ihn brauchen können. Wer ist wir? Fenris. Die künftigen Herrscher dieses Landes, dank der Hilfe deines Onkels. Nein, Onkelchen. Was fanden die Leute nur an ihm? War es dieses niemals aufgeben Gerede? Vielleicht hättest du aufgeben sollen, dann würdest du jetzt nicht tot in der Scheiße rumliegen. Wieso habt ihr Scheiße in eurer Hütte? Und du... hättest dich nicht in die Weltgeschicke einmischen sollen, kleines Gehör. Komm, wo ist mein Bär? Das ist er, glaub ich, nicht. Verdammt, was ist das? Es ist die Der Bär? Der Widerstand? Die Kavallerie ist da. Tja.
hätte sich sicher gefreut, dass Sie endlich gekommen sind. Wir sind nicht wegen ihm hier, sondern wegen Ihnen. Oh. Sie hatten recht. Wir konnten nicht zusehen, wie Unschuldige sterben. Das ist ganz genau, was Zuboff wollte. Wir haben alles noch schlimmer gemacht. Er hat gewonnen. Zuboff weiß, er kann uns nicht entkommen. Er hat sich nördlich von hier verschanzt. Wir brauchen Zuboff lebend. Mir nach! So, dann sind wir damit am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.